So, liebe Leute, heute reden wir über die Übungsaufgabe 150 aus unserem Übungspaket für die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG. Das Videopaket ist bei der TA Bendig zu erwerben. Und ihr kennt den Werdegang von der Lösung solcher Aufgaben. Erst wenn man verstanden hat, wo das Problem liegt, ja, dann kann man natürlich im Grunde genommen sich auch dann eine Lösung irgendwie erarbeiten. Und ich mache das ja immer so, dass wir uns eine Skizze machen. Und auf die Idee muss man dann auch erstmal kommen. Also wir haben irgendwie einen Behälter hier von mir aus. Der sieht jetzt eben so aus, wie er hier beschrieben ist in der Aufgabenstellung. Der hat also eine Länge und eine Breite. Dann mal ihn doch da mal irgendwie hin, ob das irgendwie so geht. Wir wissen es nicht. Geht jedenfalls so rauf. Da hinten geht es nochmal rauf und dann wieder rüber. So. Und der ist ja auch geschlossen. So, das verstehe ich schon auch alles. Also einfach mal sich so ein bisschen illustriert hinzeichnen. Wir wissen, dass er eine Länge, und da nehmen wir jetzt einfach mal das hier als L, mit 50 Metern hat und eine Breite von 25 Metern hat. Bis hierhin habe ich es ja einigermaßen verstanden auch. Ja, weiß man immer nicht, wie man das jetzt alles zeichnen soll, aber ich mache es dann immer eigentlich so, wie es gerade passt. So, und das Ganze wird gewissermaßen gespeist über ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 150 mm. Stelle ich mir doch einfach mal vor, als würde hier jetzt im Bodenbereich also ein Durchmesser drin sein, wo jetzt die Rohre sozusagen hier nach unten rausgehen, weißt du, von denen dann praktisch da die Flüssigkeit irgendwie zugeführt werden würde, so. Und dieser Durchmesser hier, der jetzt hier gezeichnet ist, hat einen Durchmesser von 150 mm. Naja, und wenn man sich das Ganze so anguckt, dann hat man natürlich erstmal noch gar nicht so die richtige Fragestellung verstanden. Wir wissen allerdings auch, dass hier durch das Rohr, also hier durch das Rohr, eine Strömungsgeschwindigkeit, ob man sie V oder C oder sonst wie nennt, ist ja völlig egal. Ich nenne sie jetzt V, mit 3 Metern pro Sekunde dort hineinströmt. Naja, und dann kommt hier die Frage, mit welcher Geschwindigkeit in Meter pro Stunde steigt das Wasser im Becken? Naja, ich verstehe schon, wenn das da hier rein sprudelt, hier verdammt, das kann ich auch alles mir gut vorstellen. Dann wird hier natürlich auch irgendwann mal so eine Flüssigkeitsoberfläche entstehen, die dann so ganz langsam hier nach oben herauflaufen wird. Und ich glaube, genau das hier nach diesem V-Wasser oder wie man das da jetzt nennen soll, wird gefragt. Und da hat man ja fast das Gefühl, boah, geht gar nicht, überhaupt keine Ahnung von irgendwas. Aber wir erinnern uns quasi an einen entsprechenden formelmäßigen Zusammenhang. Und zwar in der Prüfung würde ich jetzt tatsächlich einfach mal schauen, wo habe ich denn etwas über Strömungsgeschwindigkeit und so weiter. Und natürlich bringe ich heute diesmal auch die Formelsammlung mal wieder ins Bild, muss sie natürlich aber wieder wegen Copyright verpixeln, weil ich keine Lust habe, mich hier mit der IHK abzuärgern, obwohl sie hier natürlich im Grunde genommen tatsächlich nur kontraproduktiv zu unseren Bildungsaufträgen, die wir euch gegenüber empfinden, haben. Aber wenn man sich das hier also anguckt, dann hat man ja fast so ein bisschen das Gefühl, als könnte es sich um eine Strömungsgeschwindigkeit in veränderlichen Querschnitten irgendwo wiederfinden. Naja, und dann sehe ich auf der einen Seite das kleine Rohr und das andere ist ein großes Rohr, aber im Prinzip geht es hier nicht um das Rohr, sondern um die Fläche, die sozusagen jetzt hier als, naja, als wirksame Fläche irgendwie da vorhanden ist. Und dann hat man natürlich sofort auch überhaupt gar kein Problem, dass man sagen kann, den Querschnitt, der hier jetzt durch das Rohr gebildet wird, ich nehme jetzt mal eine andere Farbe, damit das hier vielleicht auch ein bisschen erleuchtend wirkt, das wäre zum Beispiel mal A1, nenne ich die einfach mal. Das heißt, dieser Querschnitt hier, das ist mein A1. Klar, dass das mit D² Pi Viertel gerechnet wird, da brauche ich auch nicht lange gucken. Und wenn ich das jetzt einsetze, dann denke ich natürlich mal so ein bisschen drüber nach, damit man nachher so in den entsprechenden Einheiten bleibt. Dann setzt das doch gleich mal in vielleicht, ja, Millimeter kommt mir ein bisschen zu klein vor. Nimm noch mal Zentimeter oder Dezimeter wäre vielleicht eine ganz gute Größe. Die wollen uns natürlich auch prüfen, ob wir mit Einheiten gut arbeiten können. Also A1 ist dann nichts anderes als
150 Zentimeter, Dezimeter, dann nimm doch Meter. 0,15 Meter. Ist das richtig mit 150? 1, 2, 3. Ruhig mal kontrollieren. Das Ganze zum Quadrat. Pi Viertel. Und natürlich benutze ich dann auch meinen Taschenrechner hier. Ich weiß, ihr habt schon wieder neuere. Aber wie dem auch sei, ich setze das jetzt hier mal so an, das Teilchen. 0,15 Quadrat mal Shift Pi. Wo bist du, mein Freund? Da vorne geteilt durch 4, habe fertig. Und dann ist das gewissermaßen 0,0, ah, verdammt, 1,767. Ich weiß nicht, wie ich das da jetzt schreiben soll. Das ist Meter Quadrat. Kann ich das irgendwie in den Speicher tun? Irgendwie ist das möglich hier? Man müsste es in den Speicher ja tun können, indem man das jetzt über STO, und ich habe gerade nach den Bildern hier irgendwie gesucht, da steht ja A, B, C, D, E, das sind die Speicherbelegungsplätze. Und wenn ich jetzt in STO A drücke, dann ist das hier in den Speicher hineingepresst worden, und zwar die gesamte Zahl, sodass ich dann natürlich auch schon weiß, okay, wenn ich diese Zahl nochmal wieder brauche, kann ich sie mir aus diesem Speicher hier wieder herausholen. Okay, ist das ein schlauer Trick? Keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich natürlich, dass das A2 hier oben, also das blaue A2 von dem entsprechenden Wassergebilde hier, das A2, das ist ja dann nichts anderes als ja, Länge mal Breite, wenn man so will, L mal B. Und weil ich jetzt hier so wenig Platz habe, gehe ich natürlich hier unten weiter und werde da hier unten hinschreiben, A2 ist also L mal B, steht ja da oben schon, also 50 Meter mal 25 Meter ist natürlich eine Riesenzahl. Ich nehme das mal weg, um einfach zu sehen, dass man da jetzt irgendwie auch vielleicht mit weiterarbeiten kann. Der M-Speicher ist irgendwie belegt, das kann ich schon sehen da oben. So, und dann weiß ich schon, 50 mal 25 gleich 1250 Quadratmeter ist die Fläche A2 groß. Naja, und wenn wir hier diese Kontinuitätsgleichung, auf die will ich ja doch nur zu sprechen kommen, anwenden, dann nenne ich das jetzt einfach mal, naja, wenn das hier V1 wäre und das V2 wäre, dann sehe ich ja schon, wie das Ganze hier aussieht. Also ich übersetze jetzt diese Formel mal hier in meinen Lösungsansatz, der da heißt V1, und jetzt nehme ich den unteren Zustand hier unten, den nenne ich jetzt einfach mal gedanklich 1 und den hier oben gedanklich 2 und setze aber gleich die entsprechenden Indizes ein. Also, das wäre also A1, ist schon richtig, das habe ich ja schon. A1 mal ist bei mir jetzt aber nur das V. So, ist gleich A2. Okay, das passt sogar ganz gut, ja. A2 mal VW. So, ich habe es einfach mit VW jetzt benannt, und ich glaube, das Ding kann ich hier jetzt außer Hand legen, weil das braucht jetzt hier niemand. Man muss halt einfach nur auf die Kontinuitätsgleichung kommen, und das kann man ruhig mal ein bisschen trainieren. Wir wollen ja auch was lernen und nicht nur vorrechnen. Kontinuitätsgleichung. So, das ist natürlich genau das Zauberwort, wo man drauf kommen muss. Und jetzt weiß ich schon, alles klar. Was habe ich denn hier? A1 kenne ich, V kenne ich auch. A2 kenne ich, dann kann ich diese Formel nach der gesuchten Steiggeschwindigkeit des Wassers oder Fließgeschwindigkeit des Wassers in dem großen Querschnitt umstellen. Und ich nenne dann VW nichts anderes als, da muss ich das mit dem Mal Gegenteil, also A2 auf die andere Seite. Also A1 mal V durch A2 ausrechnen. Und ich werde es jetzt einfach tun. 0,017. 767 Meter Quadrat, hast du fein gemacht, mal 3 Meter. Und jetzt ziehe ich den Bruchstrich und schreibe mir hier unten schon mal die Sekunde hin. Sekunde. Naja, und A2 habe ich eben noch mal ergänzt, hatte ich zwar gesagt, aber nicht geschrieben. Es ist mit dem Denken und Machen oft immer nicht so ganz einfach, aber A2 sind bei mir dann 1250 Meter Quadrat. Naja, und wenn wir jetzt mal hergehen, dann sehen wir schon, aha, dieses Meter Quadrat kürzt sich schon mal weg.
übrig bleibt, Meter pro Sekunde. Und wir ahnen schon, dass das natürlich eine schweinekleine Zahl sein muss, die sich daraus ergibt. Und ich werde das natürlich gleich, weil die Frage ja auch in Meter pro Stunde gestellt ist, entsprechend umstellen und werde sagen, naja, eine Sekunde soll ich in Stunden verwandeln. Und da tun wir uns manchmal dann ja doch ziemlich schwer und eigentlich ist es super einfach. Aber eins weiß ich doch ganz genau. Eine Sekunde sind 1 Sekunde, ne? Eine Sekunde. Fangen wir mal mit einer Minute zum Beispiel an. Ja, also nochmal, das war jetzt hier wirklich nicht so ganz der schlaue Ansatz. Das nehme ich nochmal wieder raus. Also, eine Stunde sind 60 Minuten. Hat er sich da vertan? Nein, sind 60 mal 60 Sekunden. Also eine Minute sind 60 Sekunden und die 60 habe ich schon, dann sind das Sekunden. Was für eine Weisheit soll denn das sein? Sind 3600 Sekunden. Okay, also das war hier irgendwie mal so ein Fragezeichen, wie man da das sich am besten klar macht, aber hat er nicht richtig hingekriegt. Aber das stimmt. Das kriege ich auch unter erschwerten Prüfungsbedingungen hin. Eine Stunde, 60 Minuten. Und jetzt möchte ich nur diese Sekunde, eine Sekunde möchte ich austauschen. Nur diese Sekunde. Und dann sehe ich schon, und zwar so, dass da Stunde steht. Dann weiß ich schon, dass ich also schreiben muss, 1 geteilt durch 3600 Stunde ist quasi eine Sekunde, indem man das einfach mit dem Mal auf die andere Seite rüberbringt, dann komme ich dahin. Und wenn ich das jetzt austausche, dann könnte ich diese Sekunde wegstreichen, naja, diese gedanklich, und 1 geteilt durch 3600 hinschreiben, aber dann natürlich auch die Stunde als Einheit verwenden. Ja, wir teilen einen Bruch, indem wir mit dem Kehrwert Mal nehmen. Das heißt also, dieser Bruch wird also mit dem Kehrwert Mal genommen, sodass hier oben die 3600 hochgehen. Und dann ist das Ganze hier unten weg. So, und dann haben wir im Grunde genommen das, was der haben möchte. Eine Steiggeschwindigkeit in Metern pro Stunde, wo ich finde, naja, hättest du dich hier nicht gleich am Anfang so dämlich angestellt. Naja, nun, wir sind alle nur Menschen. Dann hätte es vielleicht auch besser geklappt. Das tippen wir jetzt mal ein und ich versuche es tatsächlich nochmal hinzukriegen, indem ich das jetzt hier alles wegeskaliere und auch meinen Speicher mal wieder verwende. So, und wie soll das jetzt funktionieren? Da oben steht Recall, das heißt, ich will den wieder rausholen. Also sage ich mal Shift Recall A gleich und voilà, da habe ich die Zahl, die ich also in dem Speicher schon abgespeichert hatte. Und freue mich natürlich riesig darüber, dass das geklappt hat. Mal 3 mal 3600 gleich. Geteilt durch 1250, habe fertig. Und dann habe ich eine Wassersteiggeschwindigkeit von 0,15. Ich runde das jetzt einfach mal auf 3. Denk doch mal dran. Das ist Meter, Dezimeter, Zentimeter, Millimeter, wenn man auf Millimeter genau hier arbeitet, Meter pro Stunde. Das ist die Steiggeschwindigkeit des Wassers und das sieht ja nun auch nicht gerade wirklich sehr viel aus, aber ich nenne das mal alles die Antwort oder Fragestellung A. Und wenn man jetzt weiß, dass das natürlich 153 Millimeter pro Stunde sind, naja, dann ist die Frage B schon fast eher ein bisschen, naja, uns fast gar nicht würdig, aber auch hier wollen wir nicht undankbar sein. B würde bedeuten, wir stellen uns jetzt also vor, dass hier eine Füllhöhe von, naja, wo soll ich es denn hier jetzt noch hinmalen, verdammt, eine Füllhöhe, nervt richtig, ne? Aber du weißt schon, was ich meine, also diese Höhe von da nach da ist die Höhe h und wenn die 2,2 Meter sein soll, dann ist es ja auch nun wirklich nicht so herausfordernd, diese Frage eben schnell zu beantworten. V ist gleich S durch T. Das ist, glaube ich, die alte bekannte Liebesformel für die Geschwindigkeit und Zeit. Kilometer pro Stunde. Okay,
Meter pro Stunde. Das kann ich an den Einheiten hier also schon sehr gut erkennen. Und jetzt fragt mich der Schreiberling, wie lange es denn dauert, bis diese 2,2 Meter Füllstand erreicht werden. Also wir suchen das T und dazu muss ich das T auf die andere Seite bringen und das V nach unten. Also steht erstmal das S, das ja überhaupt nicht berührt wird. T geht also nach oben raus, dahin, das V runter und ich glaube, so ist die ganze Botschaft hier abzuarbeiten. Und das setzen wir jetzt hier natürlich auch mal ein und sagen, das H ist gleich unser S. Kann man ja gerne auch für den Prüfer da nochmal hinschreiben, nur keine 5 draus machen. Dann sind wir bei 2,2 Metern geteilt durch diese ominöse Geschwindigkeit von 0,153 Meter. Auch hier wieder den Doppelbruch. Doppelbruch geteilt durch Stunde geht hier nach oben. Zeit muss immer irgendwie auch Zeiteinheiten liefern. Meter kürzt sich wieder fein heraus. Und da ich Schlauberger natürlich diese wunderbare Zahl noch habe, brauche ich sie nur jetzt irgendwie mal greifbar machen. Eigentlich soll ich geteilt durchrechnen. Mist, das kann ich nicht. Das geht aber ganz gut, wenn ich dann einfach sage, 1 durch x, dann verwandle ich dieses Zahlenwerk in eine Zahl nach oben und dann kann ich es mit mal weiter bearbeiten. Ja, also mal 2,2 gleich, ich muss noch mal zu Ende denken, dann sind wir bei 14,409 Stunden. So, und wenn man es jetzt noch mal so richtig so ein bisschen hinterlistig sich aufarbeiten will, dann könnte man sagen, naja, was ist das für eine tolle Zahl? Das ist eine Dezimalzahl. Ich hätte gerne gewusst, das sind also auf jeden Fall schon mal 14 Stunden, die man da abarbeitet. Und wenn ich jetzt wissen wollte, wie viele Minuten diese 4,0409 Stunden sind, da dachte ich immer, man könnte praktisch tatsächlich hier diese entsprechenden Grad und Minuten verwenden. Und wenn ich das dann tue und auf diese Taste drücke, dann macht er mir hier zwar so komische Hieroglyphen hin, aber die 14 Stunden wusste ich ja schon. Und dann kommen dabei raus 24 Minuten. Und ich denke mal, wenn du die Sekunden willst, kriegst du sie leider tatsächlich auch nur wieder dezimal da herausgearbeitet. Aber im Grunde sei es mir jetzt egal. 32,72 Sekunden. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ob das wirklich mit den Dezimalsekunden stimmt. Aber wenn er mir da oben die beiden Tüdelchen macht, dann heißt es Sekunde. Und ich schreibe dann einfach, weil ich es nicht besser weiß, erstmal hin 32,72 Sekunden. Und tja, keine Ahnung. Das müsste ich tatsächlich nochmal wirklich nachvollziehen, aber wenn ich dann einfach nur das, was im Rechner steht, abschreibe, dann kann das jetzt eigentlich auch kein so falsches Ergebnis sein. Jo, so funktioniert der ganze Spaß und ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich, sich mit den Formeln und den Einheiten nochmal zurechtzufinden und das an so einem komischen Beispiel, wo man eigentlich gar nicht sich so erst überlegen kann, dass sich das um eine Kontinuitätsgleichung handelt. Nach dem Motto, was vorne reingeht, muss hinten auch wieder rauskommen. Naja. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.